www.kindernetz.de. Das ist mal eine tolle Farm, was? Wow. Die gehört jetzt mir. Also eine Zeit lang zumindest. Die Besitzer sind nämlich ein paar Tage verreist. Und so lange schmeiße ich den Laden. Mittagessen. Naja, also Davina hilft mir ein bisschen dabei. Na, jetzt schnauf doch nicht so laut. Wow. Hab ich doch gleich gesagt. Ich regel das. Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün. Deine Haare? Nö. Deine Waldmeisterbrause. Waldmeisterbrause? Welche Waldmeisterbrause? Ach, Olli, du schummelst doch schon wieder. Das ist nicht okay, wenn... warte mal. Ja, hallo? Wie bitte? Okay, wir kommen. Was ist denn los? Ein Farmer hat hier in der Nähe auf seiner Farm einen Leoparden entdeckt. Oh. Und jetzt hat er natürlich Angst, dass er seine Rinder angreift. Ja, dann soll der Leopard eben was anderes fressen. So eine Rinderherde direkt vor der Nase ist was anderes, als richtig zu jagen. Bloß, dass die Farmer da natürlich überhaupt keinen Spaß verstehen. Hoffentlich wird der Leopard nicht einfach abgeknallt. Nein. Die haben ihn schon eingefangen und hierher gebracht. Echt? Ja. Und wir sollen ihn wieder auswildern. Auswildern? Was heißt das? Na, wir bringen ihn zurück in die Wildnis. Weg von den Menschen. Da kann er ungestört leben. Ja. Wow. Der ist aber ganz schön groß. Und ganz schön gefährlich. Gefährlich. Mit Raubtieren kennst du dich aber wirklich gar nicht aus, Davina. Der möchte nur spielen und naschen, so wie ich. Naschen? Im Ernst? Ja. Irgendwas Süßes. Hast du nichts dabei? Nein. Kein Problem. Ich warte hier so lange, bis du wieder da bist. Ach, ich hol was. Hast du gehört? Davina holt uns was zum Naschen. Und dann können wir uns überlegen, was wir spielen. Tu und gefährlich. Guck mal, Olli. Zimt. Ja, super. Das schmeckt ihm bestimmt. Mietz. Ja, hol das Bällchen. Hol das Bällchen. Na, siehst du, der will nur was zum Naschen und zum Spielen. Hey! Ja. 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 Super harmlos, sag ich doch. Von wegen, Olli. Bei Leoparden kann sich das blitzartig ändern. Die sind nicht umsonst die gefährlichsten Tiere Afrikas. Die? Ja. Das glaube ich nicht. Na, schau her. Ein Leopard kann richtig gut klettern. Sich auf einem Baum vor ihm zu verstecken, ist also keine so gute Idee.
Aber der will doch nur spielen. Das sieht man doch, Davina. Dann warte mal ab. Hä? Oh. Oha, was hat er denn jetzt auf einmal? Tja, in einem Moment noch Schmusekätzchen und im nächsten total auf Angriff. Leoparden sind unberechenbar. Schau mal, was der für scharfe Zähne hat. Oh Mann, die sind ja echt gefährlich. Das sag ich doch. Dann lass uns diese Auswilderung ganz schnell hinter uns bringen. Los! Ja, aber sowas macht man immer nur in der Nacht. Hä? Wieso das denn? Da ist es doch dunkel. Na eben deswegen. Hm? Der Leopard ist da am ruhigsten und wir werden von niemandem gesehen. Die Leute in Afrika haben nämlich eine riesen Angst vor Leoparden. Nicht nur die. Olli, aufstehen. Nein, nein, Davina. Erst will ich den schönen Traum hier noch zu Ende träumen. Olli. Olli, es ist jetzt endlich soweit. Wer will denn den Leoparden aus? Den Leoparden auswildern? Ja. Ohne mich? Ich schlafe noch. Gehe ich eben alleine. Feigling. Hm? Hat sie eben gerade Feigling gesagt? Davina, warte, ich komme mit. Mhm. Ja, dann treffen wir uns in 2 Stunden in Otjiwarongo. Alles klar. Ja, ja, wir fahren jetzt gleich los. Okay, super. Bis dann. Guten Flug. Tschüss. Mit wem hast denn du telefoniert? Mit dem Piloten, den wir in Otjiwarongo treffen. Hä? Na, der überwacht nachher aus dem Flugzeug, ob unsere Auswilderung erfolgreich war. Wieso denn aus einem Flugzeug? Weil der Leopard ein riesiges Revier hat. Und wir möchten ja nachher sehen, ob er sich normal bewegt und ob er gesund ist. Und das sieht man eben am besten aus der Luft. Oh, verstehe. Also, los geht's. Wow, 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 wow. Moment! Wir haben doch das Wichtigste noch vergessen. Und was? Na, den Leoparden. Quatsch, Olli. Der sitzt doch neben dir in der Kiste. Das finde ich gar nicht gut. Das hättest du mir aber wirklich sagen müssen, Davina. Ach, Olli, du brauchst doch keine Angst zu haben. Der Leopard tut dir doch nichts. Angst? Ich? Wer ich? Ich hab doch keine Angst. Sowas. Und wieso klebst du dann dahin? Naja, weil. Ja, ganz genau. Weil der Leopard, der müffelt nämlich. Oh, müffelt, der kann ich dir sagen. Puh. Und ich dachte, ihr Raubtiere könnt euch gut riechen. Oh nee. Was denn? Wir haben ein Problem. Noch eins? Schalt mal ein, Olli. Mhm. So. Du, Davina? Hm? Wenn wir in Otjiwarongo angekommen sind, wie kommt denn dann der Leopard aus der Kiste? Na, indem man die Kiste öffnet. Ah. Was? Ja, aber wie soll denn das gehen? Wir stehen doch direkt daneben. Mit dem Seil. Seil? Mhm. So. Kann weitergehen. Ach Gott, wir haben über eine Stunde verloren. Der arme Leopard. Der sitzt schon seit einer Ewigkeit in der Kiste. Und dem Piloten muss ich auch noch Bescheid geben. Mhm. Oh, nicht erreichbar. Mann, das wird jetzt echt knapp. Ist doch nicht so schlimm, dass wir ein bisschen später kommen. Ja, doch.
Der Leopard leidet doch da hinten in der Kiste. Die Piloten warten auch nicht ewig. Das wird mir wirklich stinken, wenn wir jetzt... Davina? Hm? Hast du etwa gepupst? Bitte was? Hier riecht es so komisch. Also ich riech nichts. Oh doch, hier riecht es eindeutig nach Pups. Boah. 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 Vielleicht hat der Leopard sein Revier markiert. Was? Sein Revier markiert? Hier? Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Da werde ich aber gleich mal dagegen markieren. Werde ich aber mal, jawohl. Das lässt du schön bleiben, Olli. Hm? Muss Pipi. Auch noch. Mann, Olli, so schaffen wir das nie. Spät. Das Flugzeug ist weg. Und jetzt? Wir müssen den Leoparden trotzdem rauslassen. Ohne Flugzeug? Ohne Flugzeug. Der Stress ist sonst viel zu groß für ihn. Davina, das Seil! Dankeschön. Brauchst du sonst noch was? Nee, danke schön, Olli. Ich glaube, das passt so. Alle Achtung! Gar nicht mal so schlecht deine Konstruktion. Wer ich? Meinst du mich? Mhm. Du hast mich gelobt? Na ja, also... Hm? Oh, warte mal. Hallo? Wir haben euch gesehen. Ach, prima. Wir kommen zurück. Ja, super, dann bis gleich. Na? Die Piloten kommen zurück. Komm. Ja, super, dann los! Da vorne müssten sie irgendwo sein. Ja, da unten ist das Auto. Okay, ich drehe. Alles klar. Hey, der Transportkäfig steht auch schon da. Jetzt kann der Leopard raus, in die Freiheit. Drei, zwei, eins, los! Es geschafft! Juhu! Perfekt gemacht! Ihr könnt wieder los. Macht's gut! Ihr auch! Tschüss! Tschüss! Zeit für die Heimreise. Ich sehe was, was du nicht siehst und, das ist rot und blinkt. Oh nein, Benzin ist alle.